Ihr habt sie doch nicht alle. Hey, genau. Hi übrigens. Autsch. Autsch. Okay. Also immer wenn so ein neuer Gegner kommt, lasse ich mich mit Absicht sterben. Versteht ihr? Auch hübsch mit diesen Terrassendingern da. Okay, also wenn man das so sieht, ist man schon gleich demotiviert, finde ich. Ich weiß, ich muss hier alles abgrasen und ich gehe hier echt in Echtzeit durch. Man holt sich dann natürlich hier ein... Mal weiter. Okay, aber ist schon... Okay, da hinten leuchtet das, da müssen wir hin. Jetzt verfolgen wir dich. Mist, er hat uns bemerkt. Genau, sterben für die Galerie oder für Franks Video. Hier können wir ein bisschen Samen einsammeln. Naboo-Grün? Wir sind doch nicht auf Naboo. Es ist hier alles so verbreitet. Finde ich sehr verwirrend gerade. Oder ist es wirklich so Open-World-mäßig, dass die so eine Datenbank haben vom Zeug, sondern wird es hier random überall verstreut? Gibt es dann halt hier Womp-Ratten, ne? Von Tatooine. Und dann, okay, da oben die roten Viecher, keine Ahnung. Ist vielleicht Womp-Ratten-Mama. Oder Onkel. Meinetwegen auch Tante. Das ist hier die böse Tante. Warte, ich bin noch nicht weit. Ich bin noch nicht fertig. Lass mich, warte, guck mal ab. Warte. Hey, Junge. Hey, dich möchte ich mal in echt sehen, wenn du zuschlägst, während dir einer ein Lichtschwert in der Hand hat. Oh, scheiße. Hier drüben. Sieht das alles noch eher aus wie eine Fluglotse. Sorry, das klappt irgendwie nicht. Mann! Das war allerdings cool. Genau. Okay, da unten haben wir unseren Spezialfreund. Der hat unsere ganzen Punkte. Das ist aber auch geschafft. Wo ist denn jemand angelacht? Aber das ist auch geschafft, wenn du vielleicht mal getaggt bist. Sprich... Oh, fuck. Aber okay. Ging noch. Ging noch, ging noch, ging noch. Vielleicht sollte ich das doch skillen. Jetzt komm schon. Nein. Hey, BD. Vielleicht sollte ich das doch skillen, dass man... Das ist schon wieder so arschknapp. Nein, nicht so weit nach hinten. Nein. Ich sehe mich schon unten liegen. Nein. Fuck. Nein. Und nebenbei sammle ich noch ein paar Samen ein. Okay. Wartet kurz, wartet. Ich bin noch nicht so weit. Halt doch mal dein Maul. Du auch. Ja. Mach mich nicht wütend. Okay, wir haben scheinbar einen neuen Gegner. Gewehr. Ach so, die gibt es scheinbar mit verschiedenen Waffenausstattungen. Der ist jetzt mit Gewehr gewesen. Weil so ein BX, Bex, hatten wir schon. Hallo. Tschüss, Kugel. So, hier machen wir wieder irgendwie eine Abkürzung, oder? Haben wir das schon? Offensichtlich. Flussbettwache. Oh, das ist so ultra schön. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir uns mal noch zu diesem Ding da oben durch. Ich weiß nicht, kommen wir da direkt hoch oder müssen wir da irgendwie um die Ecke rum? Oh. Jetzt auch die Frage, ob wir da jetzt rein sollen oder ob wir nicht zu oft versuchen müssen, zu dem Ding zu kommen. Und vielleicht mal ein bisschen regenerieren. War vielleicht nicht die beste Idee.
Genau. Jag dich doch selbst in die Luft. Genau, mach das doch. Lass mich doch hier einfach mal außen vor. So. Oh. Feind in Sicht. Okay. Hi. Ich bin er Kerl. Die Risiken. Er ist schnell. So ich ist bin es. Jedi, hallo? Ich werde nicht nachgeben. So. Da brauchst du gar nicht so wackeln. Wie kommt man jetzt da hoch? Ist hier irgendwo. Geht's hier irgendwo hoch? Von da. Kann man sich darüber schwingen? Ah, wahrscheinlich hätte ich mich schwingen müssen. Okay, dann gehen wir hier mal wieder hoch. Ja, danke. Das ist... Ah, okay, das üben wir nochmal. Machtnutzer. Ja, ich bin Machtnutzer. Kein Jedi. Hast recht. Hast recht. So, wir laufen jetzt hier erstmal so lange, wie wir können. Okay. Krass. Und dann kommen wir auf und brechen uns das Genick. Ja. Finde Grease. Wer auch immer Grease ist. Nächste Ding dann. Ich habe keinen Plan. Okay, dann gucken wir es mal. Ist die hier irgendwo eingezeichnet? Da. Grease. Also, was ich auch noch nicht ganz verstanden habe. Ich habe übrigens mal versucht herauszufinden, was sich mit dieser Map auf sich hat. Wir haben, ich glaube in der ersten oder in der zweiten Folge, das könnt ihr dann nachschauen, wenn ich es mal veröffentliche, falls ich veröffentliche, habe ich so eine Map aufgemacht mit so roten Punkten drin. Und es war, die ganze Galaxie war voller roter Punkte. Und ich glaube, wir grasen gerade alle roten Punkte ab. Also es kann eine Weile dauern. Ich weiß allerdings immer noch nicht, was diese roten Punkte bedeuten. Falls irgendjemand das sieht, der dieses Spiel schon gespielt hat, kann er mich vielleicht mal aufklären. Hier ist nichts. Sieht sehr abenteuerlich aus. So. Für alle, die das noch nicht wissen, wir spielen Star Wars Jedi Survivor. Und das ist der zweite Teil von, ach, keine Ahnung, New Order oder so ähnlich. Heißt der erste Teil? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht mehr. Also wir müssen Grease finden, wer auch immer Grease ist. Das war's. Versuch das mal. Nicht übel. Was ist das für eine Spitze? Ach so. Das war's. Sieht aus wie neu. Fast. Die Klonkriege waren schließlich nicht als gestern. Haben wir gewonnen? Nein. Oh nein. Cool, war das ein Druidika? Also, oder so ein Kampfding? Sah fast so aus. Okay. Jedenfalls auf der Suche. Ich wollte eigentlich herausfinden, was diese roten Punkte in dieser riesigen Map bedeutet haben. Und leider bin ich gar nicht so weit gekommen. Was ich aber herausgefunden habe. Ja, kein Problem. Also, und guten Hunger. Was ich herausgefunden habe, dass dieses Spiel ungefähr 5 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Und das ist ziemlich cool, ungefähr zur gleichen Zeit wie die Serie Obi-Wan Kenobi, ist eine Disney-Serie. Und interessanterweise, die habe ich geguckt. Ich habe sonst, glaube ich, überhaupt keine Star-Wars-Serien von diesem aktuellen Stuff geguckt, aber die, voll geil. Mandalorian auch, aber nur die erste halbe, dreiviertel Staffel, weil ich einfach irgendwie keine Zeit mehr hatte. Habe ich aber auch noch vor, will ich unbedingt noch gucken. Und finde ich schon geil. Also, ne, eine Serie geguckt und wir spielen gerade zur gleichen Zeit. Das heißt, Leia ist ungefähr so, ich glaube, 10 Jahre alt oder so. Und so groß wie eine 4-Jährige. Die ist wirklich extrem klein. Aber die Schauspielerin Carrie Fisher ist auch klein. Ist, glaube ich, 1,52 oder so. Ausgewachsen. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Wenn ihr in meinen Außenposten kommt, jage ich euch und erlege euch eigenhändig. Okay, Doma, ungebrochen. Okay, wir müssen zu dem goldenen Eck da. Können natürlich uns hier noch so mal ein bisschen umgucken. Hä, was ist das? Bin verwirrt. Machen wir mal raus. Wilde Kreatur.
Ach, das ist dieses Riesenvieh gewesen. Krass. Jetzt kapiere ich das erstmal. Dieses riesige Schildkrötending. Ein riesiges Tier. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Gucken wir uns in den. Ich glaube, vierte Folge oder so könnte es sein. Dann, bei der Veröffentlichung dann. Das seht ihr dann ja. Cool. Die vier sind ja auch witzig. Und sie haben Angst vor uns. Ist besser so. Hallo. Wobei ich fand die Obi-Wan-Kenobi-Serie schon ziemlich stark. Gott, ich dachte schon, was ist denn? Oh, eine Werkbank. Okay, was haben wir drüben? Schlingpflanzen. Also Hey, die ich habe Obi-Wan einen Vorschlag Kenobi-Serie, für hast du die dich. geguckt? Ich fand die cool. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Finde die verschollenen Prospektoren. Dann klär mich auf, was für Star Wars Memes, also das mit dem, das ist nur Müll? Oder was meintest du jetzt? Offensichtlich kenne ich es nicht. Oder gibt es aus den Serien die ganze Zeit Star Wars Memes, die daraus entstanden sind? Ich habe das nur bei der neuen Germany's Next Top mal die Serie GNTM oder GNT gesehen. Da gibt es wohl sehr viele Memes, gerade vom Staffelfinale. Habe ich aber auch nicht geguckt. Keine Zeit zum Fernsehgucken. Sei So, hier froh, geht dass es du mal nicht riechen rein. kannst, BD. Okay. Du musst es auf Deutsch machen. Ich glaube, die englischen Memes kenne ich nicht. Also, das tut mir schrecklich leid. Zack. Aber nochmal eine Gegenfrage. Was bitteschön ist Episode 3? Ja, die Viecher sind geil. Echt den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als hier auf Lauer zu liegen. Na, okay. Die liegen wirklich wie tot da. Okay, was ist das? Was macht der da? Wackelt der mit dem Hintern? Komm ich darüber? Ja. Na, bleib hier. Hä? Was ist das? Schon klar, dass der abhaut. Ha, was ist das? Okay. Ich mach schon Licht.
Ich doch nicht. Nee, ist schon okay. Also es gibt tatsächlich Menschen, die mögen Episode 1, 2, 3. Es sind vielleicht, keine Ahnung, die da auch so reinwachsen oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Die kennen es ja auch nicht besser. So, auch da ist wieder eine Abkürzung. Ich finde es so witzig, dass diese Mülleimer und Behälter hier alle so aussehen wie Was für eine Druiden. Kreatur lebt denn hier unten? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist denn Gute das? Arbeit, BD. Gewaltiger Brustkorb, okay. Vor allem, wie kommt die da rein? Ist wahrscheinlich da reingekrochen, nicht mehr rausgekommen. Durchnässte Grotte. Es hört sich auch an. Durchnässte Grotte. Ist eine Und Grotte nicht weiter. immer durchnässt? Oder so? Hier ist nochmal so ein Ding, aber in Babyform. Sieh dir mal diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh nein! Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Was ist denn bitte schön ein Prospektor? Okay. Oh mein Gott. Das ist ein Dings. Komme ich auf den Namen. Ich hoffe, die schreiben es gleich drüber. Rancor, genau, danke. Das ist ein Rancor. Fuck! Nein! Cool, aber da haben wir wieder eine schöne Kreatur, die uns gekillt hat. Für unsere Liste. Krass. Hallo. Na komm schon. Ist hier irgendwo ein Tor, was wir auf dich drauffallen lassen können? Komm schon. Die machen hier doch immer. Ist das hier der Heimatplanet der Rancoren? Krass, vor allem der hat, was hat denn der für Moves drauf? Krass! Was geht denn mit dem? Hey, du! Ey, wir sind so wenig, der kann von uns unmöglich satt werden, oder? Nein, nein, nein. Boah, was ist das denn? Der nascht uns.